Das Spiel der Spieler erwartet uns hier heute bei FIFA 14 im Karrieremodus mit dem BVB und zwar Bayern gegen Dortmund. Die Bayern, wie ihr seht, 2 Punkte vor uns. Und wir haben im Hinspiel, glaube ich, unsere einzigste Niederlage in der Liga kassiert. Wenn ich mich recht erinnere. Ja, 0 zu 1 haben wir verloren. Und ja, das hoffe ich doch mal, dass wir jetzt wieder ein bisschen revidieren können. Denn das wäre schon wichtig irgendwie, wenn wir jetzt noch an den Bayern vorbeigehen könnten, erstmal. Und die Frage ist, mit welcher Aufstellung? Aubameyang hat mir nicht so gefallen. Castro. Vielleicht mal wieder Hofmann auf die Bank auch setzen. Und auch für Kehl mal wieder Sahin auf die Bank. Ansonsten, ja, ist das schon die erste Mannschaft hier auch klar. Wir haben wieder ein bisschen Problematik mit der Fitnesswerten, aber den werden die Bayern auch haben, hoffe ich mal. Bam, schön vorbei. Oh Gott, was ist denn das? Hallo? Was macht ihr da? Wo geht der hin? Hallo? Interessant. So passiert nicht jetzt im Spiel, dass mein Controller von uns spielt. Bayern gegen Dortmund, das Topspiel an diesem Wochenende in der Bundesliga. Die Bayern kommen als Tabellenführer hier in die Allianz Arena. Haben 2 Pünktchen mehr. Ihren Top-Stürmer Luis Suarez. Und wir sind gespannt, ob Dortmund hier sich für die Pleite im Hinspiel revanchieren kann. Was gab es nämlich zu Hause? In Dortmund ein 0 zu 1. Und ja, sollte es unentschieden, dann wäre der 2-Punkte-Abstand weiterhin klar. Gewinnt Bayern, wären die 5 Punkte weg. Oh, schade hier von Mkhitaryan. Und ja, sollte Dortmund gewinnen, wären die auf einmal vorne mit 1 Punkt. Und gut von Reus, wie er sich da wieder durchtankt. Der in super Verfassung ist. Und Einwurf. Dortmund wieder mit Castro. Und auch mit Reus bei der fehlten gegen Barcelona beziehungsweise waren auf der Bank und von daher gut durchgesetzt von Gündogan. Gündogan Flanke, Lewandowski kommt nicht ran, die Borussia wirkt. Oh ja, die Bayern wirken ein bisschen angeschlagen, auch noch vielleicht von der Champions League Woche, aber das müsste Dortmund auch sein. Und dann Kopfball hier ganz knapp vorbei. Da sehen wir den ehemaligen Dortmunder Götze und das war Subotic. Barcelona hat das noch besser gemacht. Und Dortmund muss gewinnen, denn 3. Unentschieden in Folge in der Liga, das wäre jetzt etwas zu viel des Guten. Vor allem, weil man weiß, man war schon jetzt so nah dran an den Bayern. Gut gemacht, gut gemacht. Kein Abseits.
Aber Mkhitaryan kommt nicht zum Schuss oder zum Passen. Aber die Dortmunder mit der nötigen Aggressivität, aber natürlich nicht so, dass sie auf Foul gehen, sondern den Ball haben wollen mit allen konsequenten Mitteln, die ihnen zur Verfügung stehen, ohne dabei groß Foul zu spielen. Gut gemacht von Castro. Gut gespielt auf Piszczek. Da hinten kommt an den Ball noch ran. Gute Aktion hier von Lewandowski, der an den Ball noch rankommt, aber von Philipp Lahm, soweit es geht, abgedrängt wird. Aber es müsste eigentlich Eckball geben. Der war nämlich noch von Lahm abgefälscht, der Ball. Aber gibt es nicht. Gut von Lewandowski hier. Reicht aber nicht ganz aus. Castro. Schade. War ein guter Trick. Ich weiß nicht, ob es Reus war. Der aber jetzt an den Ball kommt. Da hat Piszczek nicht aufgepasst. Und jetzt hängen sie natürlich hinter Robben. Der hier schon wieder gegen Piszczek. Reus. Und Gündogan dann leider schon zu weit. Ja, die Bayern machen nicht so den Eindruck, als ob sie jetzt voll auf Power hier gehen, zumindest solange es hier 0:0 steht. Da war es im Hinspiel doch schon anders. Gut getrickst hier von Müller, der jetzt an Schmelzer vorbei ist. Und dann fast ein Eigentor. Dortmund, aber in den Szenen sieht man oh, Variante, die eigenstudiert war, das hat man gemerkt. Aber gut gemacht hier, Lewandowski. Gut gemacht auf Reus. Und Reus schießt! Ein Schuss, wie man von ihm kennt. Und jetzt Vorsicht. Bayern wieder im Angriff. Und dann ist Halbzeit. 0:0. Dortmund wieder in der Liga ohne Tor bislang. Zweite Halbzeit. Beiden Seiten kein Wechsel. Schöner Einsatz von Mkhitaryan. Gut von Mkhitaryan. Flanke. Kopfball.
Ah, schade. Lewandowski wieder nicht so richtig mit dem Kopf da nach vorne gekommen, um ihn richtig zu drücken. Um da Schub drauf zu kriegen. Reus. Wo sollte der hingehen? Lewandowski versucht wieder an den Ball zu kommen. Gut gespielt auf Castro. Und den Ball gut mit. Und der Ball wird gefährlich. Gute Aktion. Ecke für die Borussia. Suarez kommt jetzt in die Partie für Pizarro. Hier wieder so eine Aktion. Bayern-Spieler liegt da. Dortmunder spielen nicht ins Aus. Und jetzt Abpfiff. Die Bayern müssen wechseln. Müller muss raus. Für ihn kommt Schweinsteiger in die Partie. Und was macht denn der Lewandowski da? Er trifft wieder den Ball nicht. Das war jetzt schon fast eine hundertprozentige. Das ist jetzt, die kriegt er wahrscheinlich nicht nochmal in diesem Spiel. Gut, und dann ist er drin. Mkhitaryan dagegen kriegt so eine hundertprozentige und er macht sie. Führung für den Dortmunder in München durch Henrik Mkhitaryan. Wunderbar aber gespielt. Hier Castro gut durchgesetzt. Kopfball Mkhitaryan. Das 1:0. Die Bayern wechseln zum dritten Mal. Thiago für Alaba. Und was kann der FC Bayern jetzt entgegensetzen? Das heißt momentan Führung in der Tabelle für den BVB. Henrik Mkhitaryan wieder mal ein Tor. Dann noch gegen den FC Bayern. Castro hat Platz, kann laufen. Aber verliert den Ball und das ist dann nicht so gut und günstig, weil auch einige Dortmunder mit nach vorne gelaufen sind. Freistoß für den FC Bayern. Und wird jetzt auch gleich wechseln. Gut. Schön, wie die Dortmunder da gezaubert haben. Oh, die Bayern können das zumindest am eigenen Strafraum bislang. Jetzt können auch die Dortmunder endlich wechseln. Aubameyang kommt. Und Jonas Hofmann. Aubameyang vorne rein. Suarez. Ganz starke erste Saison. Bislang für die Bayern.
Ein guter Versuch von Castro. Also ich denke, wenn der Neuer da mal so ein bisschen weiter vorne steht. Warum denn nicht? Ah, jetzt die Bayern. Schlussoffensive. Oh ja. Dortmund verschätzen sich. Aber oh, erstmal nichts passiert. Erstmal rausgehauen den Ball. Nächste Angriffswelle, denkt man. Und Neuer am Ball. 84 Minuten gespielt. Die Bayern nicht so mit der großen Chance hier. Castro verliert den Ball im Mittelfeld. Piszczek. Stark, wie er den Ball noch auf der Linie nach vorne zimmert. Und somit den Ball vom eigenen 16er fernhält. Kann ich erst noch einen Einwurf für den Großtitelfavoriten gibt. Das wäre ein ganz wichtiger Sieg hier. Jeder Dortmunder jetzt hier. Starker Einsatz für Reus. Castro kriegt aber den Ball nicht unter Kontrolle, aber das war's. Schluss aus vorbei. Dortmund gewinnt in München mit 1:0. Und damit ist die Tabellenführung ja, das sind die Animationen. Wie es aussieht, dass man jetzt die Tabellenführung erstmal übernommen hat. 1:0 Sieg, bester Mann neben Subotic. Torvorlage von Gonzalo Castro. Da gucken wir uns das Tor nochmal an. Einige Minuten zuvor hatte ja schon Lewandowski hier diese Szene. Den Ball, den er nicht getroffen hat. Vielleicht war das auch diese hier. Egal. Auf jeden Fall in der 64. Minute dann das Tor. Castro und Mkhitaryan. 1:0 Sieg. Yes. Come on. Damit haben wir tatsächlich die Chance noch auf 2 Titel. Wir sind jetzt vorne. Haben allerdings eine 43 Tore geschossen. Das ist wirklich wenig. Also wir werden, wenn wir Meister werden, der Meister mit den wenigsten Toren wahrscheinlich werden. 30, 31, 33, 33, 34, 5 Spiele. 12 möchte ich schon noch ungefähr schießen. Also 55 Tore. Ganz schön wenig bislang. 43, 11 Gegentore nur. Das ist gut. Aber ja, man steckt halt nicht drin, nicht wahr? Wir gehen mal noch ein bisschen weiter, schauen mal. Und das nächste Spiel ist gegen Mainz. Ich bin gespannt, ob wir es schaffen. Und ja, bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Joker.